Noch werfen sich Shihane Ramund und Alessia Büttner vom JSV Speyer gegenseitig auf die Matte, natürlich nur im Training. Am Wochenende geht es dann gemeinsam zu den deutschen U18-Meisterschaften im Judo. Die beiden sind Jahrgangsjüngster in der U18 und das ist schon enorm, da zwei Finalteilnahmen, also eine südwestdeutsche Meisterin und eine Vize-südwestdeutsche Meisterin hier für den JSV Speyer im ersten Jahrgang U18, kann ich nur sagen, habe ich zu meiner Zeit nicht geschafft. Und da können die auch schon ganz arg stolz auf sich sein, ja. Am 11. Februar, vor knapp zwei Wochen, werden Shihane und Alessia bei den südwestdeutschen Meisterschaften Erste und Zweite und lösen damit das Ticket für die deutschen U18-Meisterschaften. Seit sie 6 Jahre alt sind, gehen sie beide regelmäßig zum Training, wobei Shihane vor allem eines wichtig ist. Dass ich kämpfen kann und meine Emotionen rauslassen kann, wenn ich zum Beispiel einen schlechten Tag hatte und dann ins Training komme, dann kann ich einfach so meine Laune rauslassen. Shihanes erster Judoverein war der ESV Ludwigshafen. Seit damals kennen sich die beiden von Wettkämpfen und haben sich schon dort gut verstanden. Jetzt starten die 14-Jährigen zusammen bei ihren ersten deutschen Meisterschaften überhaupt. Dabei gehen sie als Jüngste in ihrer Altersstufe auf die Matte. Das ist aber für sie überhaupt kein Problem. Dass ich am Ende zufrieden aus der Halle rausgehe und mit einem Lächeln, vielleicht auch eine Platzierung ab 7 und dass ich weitermache und noch härter trainiere, vielleicht fürs nächste Jahr, dass ich nicht aufgebe. Die Willenskraft von Shihane und Alessia zählt zu ihren stärksten Eigenschaften. Beide haben große Ziele und beide gelten als Nachwuchstalente im Judo.